Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute ein kleines Video über meine Weak-Auren, die ich in den Visions benutze. Und zwar habe ich da insgesamt zwei, die ich selbst aktiv benutze und dann nochmal eine, die ich euch zusätzlich zeigen möchte, die vielleicht für den einen oder anderen recht praktisch ist. Ihr seht, zwei habe ich hier schon aktiv. Und zwar eine Weak-Aura, die ich selber jetzt nicht so oft nutze, die aber praktisch sein kann, wenn ihr in Gruppen unterwegs seid. Und zwar ist das eine, die die Sanity-Bar anzeigt. Einmal wie viel Sanity man quasi noch hat, beziehungsweise die Orbs, die man noch hat. Und dann natürlich auch die von den Gruppenmitgliedern. Da ich persönlich selber immer solo unterwegs bin, ist die für mich weniger interessant, weil da kann ich einfach auf meine eigene gucken und das reicht mir theoretisch. Die zeigt, soweit ich das verstanden habe, auch noch an, wie viel Restzeit man hat. Also basierend auf dem Gebiet, wo man ist, ist, denke ich mal, recht praktisch, hat mehr Funktionen als die normale und natürlich, wenn man in Gruppen spielt, hat man dann noch zusätzliche Anzeigen. Dann habe ich eine Weak-Aura für die Tränke. Die werde ich gleich euch dann einfach in der Vision selbst zeigen. Das ist, denke ich mal, am besten. Und die letzte Weak-Aura, die ich noch habe, bezieht sich auf verschiedene Debuffs, die mir einfach angezeigt werden, beziehungsweise auch Buffs. Da geben wir mal Weak-Aura für ein und auch die werde ich euch dann noch in der Vision zeigen. Und zwar seht ihr jetzt hier, das kann ich ein bisschen rüberziehen, genau, da sind alle möglichen verschiedenen Buffs, die man in, und auch Debuffs, die man in der Vision bekommen kann, werden da angezeigt. Und einiges ist halt praktisch, zum Beispiel hier, wenn man diesen Parasiten hat, muss man hochspringen, dass er weggeht, dann wird mir der groß angezeigt hier am Rand, weiß ich, okay, ich muss springen. Oder auch wenn ich quasi mein Geschenk der Titanen habe, dann weiß ich, okay, ich habe den Buff hier groß, zählt mir die Zeit runter, 20 Sekunden habe ich und kann dann in allem stehen bleiben, weil es ist ja egal quasi. Und das ist tatsächlich der wichtigste Effekt, warum ich diese Weak-Aura habe. Ich sehe, okay, das Geschenk der Titanen, das habe ich jetzt gerade, zack, ich kann überall drin stehen, einfach nur reinkleven und alles. Das ist recht praktisch. Und da sind auch viele andere Buffs drin, wo ich ehrlich gesagt teilweise gar nicht weiß, was das für Zeug ist, aber es wird trotzdem angezeigt. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen. Oder hier dieses Soak Damage, dann hat man ja immer so eine Fläche, wo man sich reinstellen kann, dann kann man, verursacht man mehr Schaden, wenn man dreht. Und so ein Zeug, das ist recht praktisch, das auf jeden Fall zu haben. Genau, ich werde euch die Weak-Auren einmal verlinken, beziehungsweise ich kann sie euch hier auch einmal zeigen. Schimpft mich, falls ich es vergesse. Also hier haben wir einmal Horrific Vision Potion Notes heißt die. Das ist die mit den Potions. Dann haben wir einmal Horrific Vision heißt die. Das ist die Weak-Aura, die uns ganz normal einfach hier die Buffs und Debuffs anzeigt. Und die letzte Weak-Aura ist Vision Sanity Tracker plus Time Left. Und die, wie es schon sagt, zeigt uns halt quasi, hier seht ihr jetzt auch von der Gruppe zum Beispiel die Geschichte, wie viel die einzelnen Spieler noch haben, Prozent zeigt es auch an und auch die Zeit, wann sie quasi auf Null Sanity runtergehen. Das ist, denke ich mal, ganz praktisch, vor allem, wie gesagt, wenn ihr in einer Gruppe spielt. Mich persönlich, ich mache das solo und ich habe jetzt auch, gestern war es mein 5-Masken-Run durch. Also ich würde behaupten, ich weiß auch, von was ich rede. Ich habe den 5-Masken-Run gepackt und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal in den Vision-Run rein. Dann kann ich euch so on the fly das zeigen. Ich habe jetzt einfach auch mal 5 Masken angemacht, weil es für mich jetzt einfach nur noch darum geht, hier ein bisschen die Ressourcen zu farmen. Und ich zeige euch, was ich jetzt zum Beispiel am Anfang immer mache, beziehungsweise wie ich die Weak-Auren hier nutze. Dafür starten wir jetzt einmal rein. Und die Dings-Weak-Aura, die habe ich auch bis jetzt noch nicht benutzt. Ah, okay, jetzt zeigt sie an, dass ich hier noch 3 Dinge habe. Ich gehe jetzt hier erstmal im Stealth. Es gibt übrigens auch ein Food, wo ihr stealthen könnt. Also das bleibt sich gleich. Und ihr seht, ich habe jetzt hier den Soak-Buff und den Fast-Buff. Ich gehe jetzt nämlich als erstes hier rein zu dem toten Typen mit dem Trank. Wenn ihr Handy-Notes drauf habt, zeigt euch das auch an, wo der ist. Also hier in der Höhle, in der Hütte. Und der hat jetzt einen blauen Trank hier. Und dann drücke ich hier auf der Weak-Aura auf Blau. Das sagt nämlich, das ist das Poison. Blau habe ich als Poison quasi jetzt festgelegt und dementsprechend weiß ich jetzt, welche anderen Tränke ich anklicken kann. Und zwar kann ich jetzt ganz easy, ich muss jetzt bloß den Typen hier rauspullen, jetzt kann ich quasi ganz easy den Purple-Trank anklicken, also hier diesen pinken, der gibt mir 100 Sanity pro Aktivierung. Dann der blaue, den sollte ich nicht anklicken, das ist nämlich Poison, das haut meine Sanity um, 100 runter, dann der rote bringt den Fire Breath und was haben wir dann noch? Wir haben den grünen Trank, der bringt 2% Heilung und dann haben wir noch den schwarzen, der gibt uns, achso, warte mal, hier ziehen wir keine Dinge, hier ziehen wir einfach nur mein Heldentum an der Stelle und ihr seht schon, jetzt bin ich giftet, dann kommt auch dieser Sound und jetzt kann ich in allem stehen bleiben, juckt mich alles nicht, weil ich jetzt keine Sanity mehr verliere. Also das ist eine schöne Sache.
Ich sehe gerade, mein normaler Sanity-Balken ist jetzt weg. Jetzt habe ich quasi nur noch die Weak-Aura. Dann müsste ich die vielleicht woanders hinziehen. Und ich sehe jetzt, okay, jetzt ist er gleich weg. Jetzt muss ich gleich wieder aufpassen. Jetzt sollte ich von nichts mehr erwischt werden. Wurde jetzt aber blöderweise hier gefeiert. Was eher ungünstig ist. Ich muss jetzt auch noch springen. Ihr seht schon, ich habe einen Haufen Sanity verloren, weil wir jetzt nicht gut gespielt haben. Aber ich versuche jetzt eher in dem Run euch zu erklären, was ich so mache und was die Weak-Auren quasi mit sich bringen. Und ihr seht hier, die Weak-Auren habe ich mir so ein bisschen mittig reingezogen. Und da sehe ich dann immer, jetzt muss ich zum Beispiel wieder springen, weil ich den Parasiten drauf habe, um einfach den runterzubekommen. Ja. Und hier hinten bei der Weak-Aura, die uns die Dings anzeigt, seht ihr, wir sind jetzt bei 455 im Geiste Gesundheit. 3 Orbs haben wir noch offen. Also das sieht alles ganz gut aus. Jetzt haue ich mal hier meinen Food rein. Dann kann ich nämlich wieder ein bisschen mehr Geiste Gesundheit zurück gelangen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das drübere Gebiet noch, dass wir noch ein paar mehr von den Buffs sehen. Und die Tränke schauen wir uns noch an. Und dann soll es das für das Weak-Aura-Video tatsächlich gewesen sein. Man muss immer ein bisschen gucken. Da haben wir zum Beispiel jetzt einen grünen Trank. Wenn wir den jetzt anklicken, dann kriegen wir quasi einen Buff drauf. Und ja, hier haben wir jetzt den 2% mehr Heilungsbuff. Der müsste jetzt 5 Minuten drauf sein. Genau, da haben wir ihn. 5 Minuten ist er drauf. Und ihr seht schon, ich muss jetzt hier wieder springen. Hier haben wir Damage Increase. Das ist dieser Buff hier. Den haut die Tusse, glaube ich, uns drauf. Also da ist es schon immer ganz praktisch. Wir können sofort sehen, was wir an Effekten drauf haben. Natürlich braucht man die Weak Aura nicht unbedingt. Man kann das alles hier in der Debuff-Leiste oder auch in der Buff-Leiste sehen. Ah, seht ihr, wir sind wieder giftet. Also ist mir jetzt alles egal. Ich kann einfach in allem drinstehen. Es verursacht mir zwar noch Schaden, das ist ganz klar. Aber ich kriege halt keine Sanity mehr abgezogen. Und an Schaden sterbe ich in den selteneren Fällen eher immer an, an Sanity Loss quasi. Außer das hier, da haben wir jetzt schon 8 Stacks drauf, das müssten jetzt 800% mehr Damage sein, den wir bekommen. Und das ist natürlich schon knackig, also das ist so die einzige Stelle, wo ich tatsächlich ein bisschen aufpassen muss. Gut, die Mobs haben wir alle down. Das machen wir jetzt nur auf. Und dann schauen wir uns jetzt hier nochmal kurz ein bisschen mit den Tränken um. Hier sind nämlich tatsächlich relativ viele, bloß ich bin da immer so ein bisschen nappel und übersehe mal alle. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen grauen Trank. Grau können wir nehmen, das ist, dass wir quasi ein bisschen defensiver werden. Der ist positiv für uns. Dann, ihr seht hier auch dieser Feuerbuff, wann der auslöst, wird angezeigt. Da oben haben wir noch einen, nee, das ist keiner, okay, hier ist kein Trank, okay. Also diese Tränke, die lohnen sich wirklich. Und zwar vor allem halt der Trank, der dir Sanity zurückgibt. Also der macht natürlich schon ganz gut was aus. Wenn wir dann einfach mal, ja, 100 Sanity instant zurückhaben. Vor allem, wenn ihr denkt, dass man ja mit der 5 Maske nur noch die Hälfte der geistigen Gesundheit hat. Und da macht es natürlich schon erheblich was aus. Wir nehmen jetzt das noch mit. Und da hinten haben wir auch nochmal einen Trank. Und das ist jetzt hier ein grüner. Der grüne bringt uns den Heilungsbuff. Und die stacken auch hoch, also von der Zeit. Also man kann da auch ganz gut und gerne ein paar mehr mitnehmen. Das ja, bringt auf jeden Fall ein bisschen was. So, hier haben wir jetzt nichts mehr rumliegen. Doch, da ist jetzt noch ein Trank. Und zwar schwarze Flüssigkeit können wir auch mitnehmen. Kriegen wir noch ein bisschen mehr. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, pullen wir den Boss hier. Wir laufen jetzt gerade schon ein bisschen low mit der Zenith. Oh, ich hab die Dings noch gar nicht aufgemacht. Totem sehe ich gerade. Okay, das war's dann soweit mit den Weak-Auren. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken. Sollte ich es vergessen, schreibt mir es gleich in die Kommentare rein, dass ich es nicht vergesse. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.